Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 2009. Ja, nachdem wir letztes Mal auf dem Überland unterwegs waren, möchte ich doch heute noch einmal den Norden der Stadt erkunden, da wir da eigentlich noch gar nicht gewesen sind. Und dafür möchte ich mir jetzt erstmal einen neuen Bus kaufen, und zwar hier den Vulcan 7900. Ich glaube, hier kann man noch relativ einfach erkennen, woran der angelehnt ist. Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen Volvo. Den kaufen wir jetzt erstmal, dem verpassen wir erstmal eine schöne Farbe. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir so ein... Oh, Pastellfarben. Wunderbar. Nehmen wir hier so ein leichtes Blau? Ja, doch, das machen wir. Und dann blaue Sitze, das machen wir noch. Wir bringen noch Werbung an. Und dann haben wir hier die neue Ausstattung. Oh, das ist schon dann doch eher so ein Lavendel- oder Fliederton. Eieiei, jetzt kommt hier der Farbkenner raus. Nee, wir nehmen den jetzt einfach, werden damit einmal die Linie, wo ist sie denn? Die Linie 2 fahren, Kaufmannsviertel Richtung Kaufmannsviertel. Wir starten im Zentrum wieder und werden dann einmal rausfahren in den Norden der Stadt. Dabei werden wir auch an der, ich glaube, wunderschönen Altstadt vorbeikommen und an einer Altstadtinsel, auf der sehr viele Fachwerkhäuser sind. Allerdings war mir der Gedanke dieser Insel irgendwie nie so richtig klar geworden, weil das eigentlich, das ist eigentlich nur eine kleine Schleife, wo noch nicht mal eine Haltestelle drin ist. Das werden wir, glaube ich, gleich dann auch noch sehen, wenn wir hier ins Spiel reingeladen haben, auf der Karte. Und mir hat sich das nie ergeben, da kann man eigentlich keine Fahrten dran vorbei planen, weil es ist sinnlos, weil dort einfach keine Haltestellen sind. Aber gut, man kann da auch einfach mal so entlang fahren. Es kostet zwar Zeit, aber wir haben sie ja. Oder auch nicht. So, Fahrtbeginn. Wir sehen es hier, wir fahren ungefähr 15 Minuten bis zum Strebenplatz. Ich habe schon leider fast Sterbenplatz gelesen. Das ist jetzt dann doch nicht so super. Waren das die? Ja, die waren das. Okay. Die Tasten für die Türen. Machen wir mal eben ein bisschen Licht an. Fahrzeug. Ne, hier ist es nicht. Dann verkaufen wir mal eben als allererstes einmal. Oh, das sieht aber sehr undurchsichtig aus. Hier, wenn ich jetzt das hier einmal anmache. Wir machen den Scheinwerfer an. Ach, schön mit Animationen auch. Das gefällt mir. Gut, dann setzen wir uns rein. Ich glaube, die 3 war die Ansicht, die wir brauchen. Machen hier noch einmal die Karte auf. Und, ach nee, ich brauche ja hier den anderen. Und fahren los. Gut, wo war denn mein Blinker? Ich bin jetzt schon wieder so für etwas längere Zeit nicht gefahren. Dürrenberger Straße. Ah ja, ich habe es noch richtig in Erinnerung. Es ist entfernt. Ich kann mir das auch wie, ich glaube, ich sage das jetzt auch jede Folge schon, ich kann mir das auch einfach nicht auf die Tasten legen, auf denen ich das gerne hätte. Ich weiß auch nicht warum, aber er lässt mich das einfach nicht auf die Tasten legen, egal ob die belegt sind oder nicht. Oh, belegtes Brötchen. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hatte ich heute tatsächlich sogar schon. War auch eigentlich ganz geil, aber es gibt geilere belegte Brötchen. Das ist auch so eine Sache, das habe ich jetzt erst irgendwie seit kurzem irgendwie zu schätzen gelernt. Früher beim Bäcker habe ich mir die eigentlich, also ich habe mir da eigentlich nur Brötchen geholt und die selber belegt. Aber mittlerweile ab und zu, wenn es dann doch mal irgendwie schnell gehen soll, so ein belegtes Brötchen, würde ich nicht nein sagen, um ehrlich zu sein. Oh, okay, wir haben ihn nicht mitgenommen, aber unser, was jetzt? Okay, wir haben den nicht mitgenommen, in dem wir mit unseren Scheibenwischer reingefahren sind. Das sah auch schön aus. Wir haben dafür den mitgenommen, der sich links neben uns hingestellt hat und sich gerne vordrängeln wollte. Ja, Manieren im Straßenverkehr. Ich habe da auch letztens gelesen, dass Manieren im Straßenverkehr immer weiter zurückgehen. Dass Autofahrer immer aggressiver werden. Nicht Autofahrer, ich will das jetzt nicht nur auf eine Verkehrsteilnehmerart herunterbrechen, sondern dass das eigentlich fast über alle Verkehrsmittel übergreifend so vorhanden ist. Es ist ja erstmal wieder dieser schöne Konflikt Autofahrer, Radfahrer. Das ist erstmal so ein hauptsächlicher Konflikt. Alle hassen sich gegenseitig und keiner gönnt einem was. Beide machen ihre Fehler. Und ja, beide versuchen das manchmal
auch zu rechtfertigen, warum sie das denn machen. Ich bin natürlich, also ich bin selber Fahrradfahrer, in der Stadt zumindest. Und in der Stadt Fahrradfahren, ja, ist jetzt nicht so toll, muss ich ehrlich gesagt sagen. Kommt aber auch immer ganz stark auf die Radinfrastruktur. Du bist ein Assi. Ja, Verkehrsregeln kennt man hier auch nicht. Das sind hier diese aggressiven Verkehrsteilnehmer. Nehmen einem die Vorfahrt, hupen einen dann noch an, sind so dreist. Dieses Spiel hat in die Zukunft blicken können. Fast 15 Jahre in die Zukunft. Ich bin beeindruckt. Ja, und jetzt hier ist die Altstadt unter uns. Wir haben hier so ein paar Fachwerkhäuser. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, auf der Insel nicht. Doch hier am Ufer zumindest. Und hier nochmal so ein Schloss. Und dieser Ladebildschirm hat mich jetzt ein wenig aus dem Konzept gebracht. Ich vergesse das ja immer. Ah ja, hier, die schöne Altstadt. Und hier haben wir jetzt so eine kleine Schleife, die geht hier wirklich nur einmal herum. Sehen wir das hier? Ja, genau. Wir fahren hier auf dieser Insel und die geht einfach nur da drum, aber da sind einfach keine Haltestellen. Das ist schon wild, ja. So, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Genau. In der Großstadt bin ich ja eigentlich Radfahrer. Kommt immer stark auf die Infrastruktur an, wie gut es sich dort Fahrrad fahren lässt. Aber natürlich auch auf das Miteinander im Straßenverkehr. So zugeparkte Radfahrstreifen sind jetzt nicht so geil. Und Radfahrer, die über Rot fahren, sind auch nicht wirklich geil. Also für niemanden. Deswegen kommt das da eigentlich stark drauf an. Aber manchmal frage ich mich auch, es gibt ja diese wunderschönen Dashcam-Videos. Und dann sind dort auch manchmal so Beispiele von Radfahrern, die auf einer, keine Ahnung wie vielspurigen Kreuzung einfach mal bei Rot schön rüberbrettern. Da frage ich mich dann aber wirklich, was mit denen los ist. Weil, dass man über so eine große Kreuzung bei Rot nicht fahren sollte, sollte wirklich eigentlich gesunder Menschenverstand sein. Weil das ist ein Kamikaze-Unternehmen. Weil du hast ja quasi zwei Spuren, drei Spuren, eigentlich ja sogar mehr, weil du ja eigentlich nach links und nach rechts quasi mit rechnen müsstest, da hast du jeweils mindestens zwei Spuren. Das heißt, es sind mindestens vier Autos, die dich über den Haufen fahren könnten. Beziehungsweise vier Autos, denen du die Vorfahrt nimmst. Oh, ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht nochmal laden, aber okay. Ach, wie leer das auf einmal hier wird. Schön, da vorne ist schon wieder vorstadtmäßig. Deswegen, also da sieht man manchmal sehr kuriose Sachen. Natürlich, Autofahrer können das auch schön über Rot fahren. Manchmal auch mit Absicht und so, also da darf man jetzt nicht nur auf die eine Verkehrsteilnehmergruppe gucken. Wobei das natürlich bei Radfahrern noch ein wenig einfacher ist, weil man halt kleiner und wendiger ist. Schneller jetzt ja nicht, aber ja, man kann sich nochmal irgendwo durchdrängeln. Ich würde auch sagen, ich bin definitiv nicht der perfekte Radfahrer, aber an rote Ampeln halte ich mich zumindest noch. Einfach aus eigenen Sicherheitsbedürfnissen. Aber na gut, das ist, ich weiß nicht, was ich jetzt, ob ich jetzt mit diesem Thema die Büchse der Pandora geöffnet habe, weil das ja eigentlich auch schon mittlerweile sehr kontrovers ist. Also es ist ja schon so ein kleiner Kampf Autofahrer gegen Radfahrer. Aber es ist nun mal so, wir wollen alle von A nach B. Wir haben da halt nur ein paar Verkehrswege. Achso, ich muss hier geradeaus. Und die müssen wir uns halt nur mal teilen. Und dann müssen wir uns dann halt irgendwie arrangieren, dass das nicht schief geht. Dass wir da alle sicher durchkommen. Liegt mir jetzt nur mal so auf dem Herzen, weil ich da mal wieder ein bisschen was mitbekommen habe. Oh, guck mal hier, das ist ein... Oh, wir haben einen Unfall mitbekommen, wie schön. Das sollte man übrigens auch nicht machen. Sich sagen, oh, da ist ein Unfall passiert und einfach weiterfahren. Wenn da nicht schon genug Leute helfen, dann sollte man da vielleicht anhalten und diesen wunderschönen Spalt in der Karte begutachten. Ui, der ist mir früher nie aufgefallen. Das ist ja schick. Da ist richtig so ein Spalt in der Karte. Jetzt habe ich natürlich auch hier mein... Oh, ich muss hier ab... Nee, ich muss die nächste abbiegen. Jetzt habe ich natürlich hier auch schon meinen Folgentitel. Die mysteriöse Spalt in der Karte. Das wird es 100 Pro werden. Ach, sag mal, warum hupt ihr denn? Habt ihr so eine schlechte Kollisions... So eine schlechte Kollisionsengine, dass ihr euch dadurch schon durch mich irgendwie hier jetzt bedroht fühlt. Das ist ja unerhört.
Wie ist das denn eigentlich so bei euch? Fahrt ihr in Großstädten mit dem Fahrrad? Fühlt ihr euch da sicher? Das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn man jetzt über eine zweispurige Straße fährt, die am besten auch noch in der Rush-Hour ziemlich stark belegt ist, dann kann ich das nachvollziehen, dass man sich da ohne irgendwelche Infrastruktur für Radfahrer nicht wirklich sicher fühlt. Oder seid ihr... Oder wohnt ihr eher auf dem Land? Weil auf dem Land Fahrradfahren finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr angenehm. Ich komme ja vom Land, also von daher... Aber man muss dazu auch sagen, dass das auch wieder stark von der Region abhängig ist. Denn ich habe herausgefunden, das, was ich eigentlich so von mir zu Hause kenne, dass an jeder Landstraße, also an jeder stark befahrenen Landstraße, auch noch ein getrennter Fuß- und Radweg ist, nicht in jedem Bundesland so ist. Hier in Hessen habe ich so das Gefühl, dass das ein wenig seltener der Fall ist. Also, dass hier auch mal an irgendwelchen, ja, überregionalen Verbindungen mal die Radwege fehlen, das scheint hier etwas normaler zu sein, auch wenn die Straße deutlich stärker befahren wird. Dann hast du halt mal mittlerweile auf so einer vierspurigen Straße, die keine Kraftfahrstraße ist und auch keine Autobahn, hast du dann halt einfach mal so einen Radfahrer, der dir da die Straße entlang fährt, weil es halt keine anderen Wege gibt. Nein, du bist... Oh. Ja, also dieses Spiel macht mich leicht aggressiv. Das sind hier diese Wirkungen, dass ich da jetzt auch schon hier was... Dass ich jetzt hier auch schon die Auswirkungen spüren darf, ne? Wunderbar. Dabei tuckern wir hier doch nur so schön durch die Vorstadt. Diese wunderschönen Häusern, den wunderschönen Vorgärten. Naja. Die Linienführung erscheint mir auch etwas wild. Ach, Mann. Also, ja, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, wenn ich mich hier an jeder Stelle anhupen lassen muss. Da nehme ich dann doch lieber die KI vom Bussimulator 21. Und die ist jetzt auch nicht besser. Also ganz, ganz sicherlich nicht. Ah, oder geil, an dieser Straße, an der Straße, an die ich gerade gedacht habe. Dort befindet sich auch eine Bushaltestelle. Allerdings sind da ja auch keine Fußwege hin. Und diese Bushaltestelle ist eigentlich nur ein Bushaltestellenschild und dann ein bisschen Schotter, Erde als Platz, wo man warten kann. Das ist, ja, natürlich super. Und dann ist sie halt noch mitten in so einem Waldgebiet, wo allerdings drumherum noch ein bisschen was ist. Also, da könnten theoretisch... Oh, den habe ich nicht gesehen. Da könnten theoretisch Leute einsteigen. Und es tun auch Leute. Also steigen auch Leute dort ein. Und dann ist das so, wenn im Dunkeln, da ist ja keine Beleuchtung, dann ist das schon mal anscheinend vorgekommen, dass dort Busfahrer einfach an dieser Haltestelle vorbeigefahren sind, obwohl dort Leute standen. Ist natürlich auch nicht so toll. Und vor allem, wie willst du zu dieser Bushaltestelle hinkommen, wenn da halt kein vernünftiger Fußweg oder so ähnlich ist? Natürlich ist es auch immer so eine Sache des Platzes, aber... An der Stelle wäre, denke ich mal, genug Platz, dort auch zumindest mal irgendwie so einen getrennten Fuß- und Radweg zumindest auf einer Seite einzurichten. Ist meistens auf dem Land ja auch nur auf einer Seite, weil da ja eher weniger Verkehr ist. Nächster Halt, Belvedere Allee. Naja, oder seid ihr eher so diese Fraktion ÖPNV? Was natürlich hier auf diesem Kanal etwas, ja, sagen wir mal, wahrscheinlicher sein könnte, dass ihr gerne mit dem ÖPNV fahrt. Oder doch von der Fraktion der Autofahrer. Oder was ganz anderes. Keine Ahnung, was haben wir noch? Fußgänger. Tretroller. Ich glaube, das war's schon fast. Bin ja wirklich Fahrrad, ÖPNV, nur mit dem Fahrrad und ÖPNV hier in der Stadt unterwegs. Auf dem Land ist das was anderes. Da kannst du erstmal ewig auf den ÖPNV warten. Und da hast du ja auch etwas längere Wege und das lohnt sich dort nicht so wirklich. Aber in der Stadt ist das ganz nice.
So, hereinspaziert. Du siehst aus, als ob du einen, ja, wusste ich doch, einen Fahrschein haben möchtest. Den verkaufen wir natürlich auch noch hier. Heutzutage ist das ja so, ich glaube hier in Wiesbaden... was war das denn? Ich glaube hier in Wiesbaden haben die vor ein paar Wochen, Monaten das Barbezahlen auch abgeschafft in den Bussen. Das ist auch schon in anderen Städten, glaube ich, der Fall. Ich glaube sogar drüben in Mainz. Aber das ist so eine Sache, da hinken wir hier in Deutschland eh etwas hinterher. Oh, ich bin falsch abgebogen. Och, kacke. So, das könnte jetzt spaßig werden. Jetzt habe ich mich hier in etwas rein navigiert, was ich nicht wollte. Und nicht mal schlau, um ehrlich zu sein. Oh, das passt. Das sah aus, als ob... Nee. Ah, oh! Schwierig. Oh nein. Also, was ist denn da los? Jetzt schon in zweiter Reihe? Also, jetzt habe ich was gebracht, was definitiv nicht gut war. Ha! Okay. Ich komme jetzt hier, glaube ich, nicht mehr voran. Wenden in... Wie viele Zügen waren das jetzt schon? Ja, nee, weiter komme ich nicht zurück. Ah, dann müssen wir woanders drehen. Dann dürfen wir hier noch eine Runde fahren, denke ich mal. Das ist jetzt natürlich mein Problem. Jetzt kommen wir auch viel zu spät an. Ach, Mann. Ich dachte, ich hätte jetzt noch schön den Bonus einfahren können, aber wenn wir nicht pünktlich sind, kriegen wir halt in diesem Spiel einfach mal kein Geld. Ist nicht so, als ob ich hier irgendwie in diesem Spiel nur Minus machen würde. Ich weiß echt nicht, wie ich dieses Spiel damals so spielen konnte. Ja, es ist eigentlich mal ein ganz witziger Einblick. Ich meine, dann sehen wir jetzt hier nochmal einen weiteren Bereich von der Karte, den wir vorher nicht gesehen haben. Hier wären wir ja sonst auch noch irgendwann hingekommen. Und dann können wir gleich mal schauen, ob wir mal wieder ein paar Senioren abzocken können und eine Kaffeefahrt anbieten können. Das wäre es doch mal wieder. Wobei in der letzten Folge haben wir, glaube ich, irgendwelche Business-Leute zu irgendeiner Tagung oder so ähnlich gebracht. Das heißt, da haben wir noch gar keine Kaffeefahrt gemacht. Ich hätte gerade fast Kaffeemaschine gesagt. Zumindest war das Wort, was auf einmal in meinem Kopf auftauchte. Ist ja auch so eine Sache. Ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Ich mag es einfach nicht. Und dann wird man das öftere mal so gefragt, ja, wie kannst du denn bitte schön ohne Kaffee überleben? Manchmal denke ich mir auch nur so, wenn man so irgendwie sich einmal dran gewöhnt hat, dann wird man davon irgendwie nie wieder los. Dann ist das schon irgendwie so eine Art kleine Sucht. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich was mit Kaffee anfangen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals werde. Ich mag einfach diesen Geschmack nicht. Wobei, ja, Kaffee eigentlich auch ziemlich vielfältig ist. Aber ich habe es damals, glaube ich, mit viel Milch probiert, viel Zucker. Nee, wenig Zucker eigentlich, aber ich mochte es trotzdem nicht. So, du darfst mich jetzt wieder anhupen. Nicht? Boah. Also, wir haben hier mal einen geduldigen Autofahrer. Ich bin erstaunt, dass es das in diesem Spiel gibt. Ich finde hier auch tatsächlich die Linienführung, wie gesagt, wieder interessant, weil wir ja hier so einen riesen Schlenker eigentlich gemacht haben und dann trotzdem hier am Ufer irgendwie enden. Aber dann binden wir halt das obere Gebiet an. So, dann sollten wir, glaube ich... Ah nee, wir müssen noch einen weiterfahren. Ich dachte, weil hier jetzt gar keine Leute mehr standen. Aber gut. So, letzte Haltestelle. Bitte halten. Der Strebenplatz. Okay, meine Heizung macht hier komische Geräusche. Das ist, interessant. Oh, ich musste... Ah!
Ich muss mich erstmal aufs Fahren konzentrieren. Ich musste letztes Jahr 2 Wochen ohne Heizung auskommen in der kalten Jahreszeit. War nicht so schön. Jeder, der das mal mitgemacht hat, der kann sich da freuen. Oder der wird da ein Lied von singen können. So, wir kriegen 30 Euro für diese Fahrt, nur weil wir ein bisschen zu spät sind. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Menü. Was haben wir denn so an Ausflugsfahrten? Ne, an Auftragsfahrten. Oh, das klingt schon schlimm. Palast der Liebe. Auftrag Kongresscenter, Auftrag Hotel Flussblick. Dann nehmen wir mal das hier. Da können wir nämlich unseren Reisebus mal drauf einsetzen. So, wir starten an der Sachsenstraße und fahren in Richtung Palast der Liebe. Wo ist das denn? So, wir machen erstmal hier auf. Und werfen da mal einen Blick auf die Karte. Ach, wir sind hier oben wieder. Und dann sind wir hier unten. Was machen wir denn hier für einen Umweg? Ah, ich verstehe. Wir kommen da nicht anders hin. Also ich würde jetzt einfach mal frei nach meinem Gefühl anders fahren. Ich würde hier wieder über die mittlere Insel fahren, am Zopf vorbei und dann hier irgendwann abbiegen. Anstatt hier diesen langen Weg zu machen, weil das ist ja, sieht eher nach einem Umweg aus. Okay. So, wir machen erstmal Scheinwerfer an. Innenbeleuchtung. Und dann setzen wir uns vorne rein. Gut. Auf geht's. Schauen wir mal, was das wird. Wir haben 13 Leute, die wir jetzt transportieren müssen. Der hatte auch einen kleinen Wagen, einen kleinen Bus gereicht. Und wir haben auch mal wieder irgendwie so ein Fahrzeug, was halt... Wir haben auch mal wieder irgendwie so ein Fahrzeug, was halt einfach mal... keinen einsehbaren Außenspiegel hat. Ich bin gerade ziemlich verwirrt wegen dieser Heizung. Naja, egal. Wie wollte ich jetzt fahren? Ich wollte einfach die Straße runterfahren. Ja, genau. Wenn wir dann da runterfahren... So. Dann fahren wir hier wieder schön über die Insel. Wir könnten eigentlich den Schlenker mal mitnehmen und uns anschauen, was dort so existiert. Oh, da wächst ein Busch durch die Straße. Das ist auch immer schön. Ja, also das sind... An sich kann man das vielleicht mit den Bauskills aus den ersten von den ersten Omsi-Maps vergleichen. So, schauen wir uns mal das an, was wir hier haben. Schöne Fachwerkhäuser. Die Objekte sind ganz schick gemacht. Aber dieser Schlenker ist halt schon irgendwie... Ja, keine Ahnung, man wollte halt irgendwas machen, aber fürs Spiel ist es jetzt nicht wirklich von Bedeutung. Man kann hier wahrscheinlich aber auch rumlaufen. Und sich das mal anschauen, was wir hier noch so haben. So. Alte Kulturscheune. Ah, das ist sogar ausgeschildert. Das heißt, wenn wir da mal irgendwie eine Auftragsfahrt finden, dann wissen wir schon mal, wo wir ankommen. Ich meine, das ist fast das gleiche Gebäude wie im Überlandbereich dort, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber da kann ich mich täuschen. Die sehen zumindest ähnlich aus. So, ich glaube, der Wechsel hier hat, der Gebietswechsel hat mich jetzt hier auch davor bewahrt, geblitzt zu werden. Ich war, glaube ich, ziemlich flott eben unterwegs. Aber gut. So. Irgendwas wollte ich doch gerade... rote Ampel. Ah ja. Hier, ich finde das Modell auch so schön. Oh, da ist so ein schöner Luftschlitz hier. Jetzt wäre ich hier auch schon im Abbiegen angehoben, ne? Wunderbar. Ja, sowas ist natürlich auch wunderschön. Wunderschönes Spiel. Müssen wir echt mal anschauen, wie lange ich das hier aushalte. Oder ob ich nicht vielleicht mal eine Version weiter nach vorne gehe. So zum Bus-Simulator 2012. Oder mal den Bus-Simulator und Bus- und Cable-Car-Simulator raushole. Ja, das stünde zur Debatte. Wäre zumindest schön. Weil, also ich finde, der Bus-Simulator 2012 ist schon ein meilenweiter Unterschied zu dem hier. Gut, sind auch 3 Jahre dazwischen. Aber von der Grafik her besser, vom Spielfluss besser. Ich glaube, er stürzte nur häufiger ab. Aber das werden wir uns dann mal anschauen. Also dem werde ich definitiv rauskramen. So, da vorne ist jetzt der Zop. Und dann müssen wir...
Genau, wir müssen noch zwei Kreuzungen. Oh, da hinten müsste irgendein Bus von uns stehen. Ah, wird ja grün. Das ist städteplanerisch ja auch nicht geil gemacht, dass man da wirklich... Oder verkehrsplanerisch, dass man da so lange eigentlich hier nicht nach unten fahren kann. Da sind locker keine richtigen Hindernisse. Zwischen den Häusern kann man locker durchbauen. Aber gut. So. Ah, ist das nicht hier? Doch! Das ist... Ja, das ist der Abschnitt, wo ich immer... Jetzt weiß ich es wieder. Das ist der Abschnitt, wo ich früher immer gefahren bin, weil dieser einigermaßen... einigermaßen richtig lief. Einigermaßen flüssig lief. Ich wusste gar nicht, dass er so nah am Zopf ist. Dann sind wir hier, glaube ich, gar nicht vorbeigekommen, soweit ich mich erinnere. Bis jetzt. Aber hier auch diese Straßenführung ist genial. Hier mit diesen schönen Schlenkern und so. Ich meine, hier hätte man wunderbar noch so eine Verbindungsstraße bauen können. Hier ist ja nichts außer dieser Platz. So, und dann sind wir auch schon gleich da. Wow, das war vielleicht doch ein etwas kürzerer Weg. Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, wir sollten diesem Spiel nicht so ganz vertrauen, was jetzt hier die Wegfindung angeht. Ich meine, das ist ja auch alles von Hand gesetzt tatsächlich. Also, wenn man sich eine Strecke erstellt, das können wir uns auch nochmal irgendwann anschauen, denke ich mal, dann sieht man auch, dass man eigentlich die Wege hier von Hand nachziehen muss. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wie die Entwickler das hier so schön hinbekommen haben. Denn wenn ihr das einmal seht, wie man das von Hand macht, dann sehen die Linien da wirklich, wirklich schlimm aus. Aber gut, das schauen wir uns einfach mal an, würde ich sagen. So. Raus mit euch und dann haben wir es theoretisch auch schon für heute geschafft. Ah, wir haben sogar gut Geld verdient. 97%. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch gut. Und damit wären wir dann auch schon am Ende von dieser Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin habt noch eine schöne Woche und tschüss!